Servus, mein lieber Rosi, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crysis. Beim letzten Mal haben wir hier den Gefechtspunkt. Ja, eigentlich sollten wir den infiltrieren, aber wir haben den einfach als Ein-Mann-Armee überrannt. Und jetzt sollen wir erstmal zurück zum angepinnten Punkt auf der Map. Zwischenziel erledigt, wir haben ein paar Sachen runtergeladen und let's go. Wir hätten unten wahrscheinlich besser herfahren können, ne? Ja, das ist. Oh, man kann auch gar keinen richtigen Schulterblick machen. Das ist ja eine Vollkatastrophe. Dann fahren wir mal unten den Bypass lang, sag ich jetzt mal. So nenne ich das jetzt mal. Ich glaube, da kommen wir gerade besser her. Hallo. Greif mal an. Wo bist du denn, Kollege? Uiuiui, das Boot schießt wieder auf mich. Da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Nicht gut. Was hatte der für eine Waffe? Schrotflinte, die will ich nicht. Und da unten habe ich jetzt keine Lust auf das Boot. So wichtig ist die Munition dann doch nicht. Verziehen wir uns einfach. Oh, warte mal. Ich habe gedacht, hier ist eine Abfahrt. Mist. Warum fahre ich die Karren eigentlich immer so blöd fest? Das ist doch dusselig von mir. Oh, dann gehen wir den Rest zu Fuß. Natürlich die Frage, wie kommen wir da hoch, ne? Mal eben kurz auf der Map gucken. Gibt es einen Weg dahin? Oh, ich sehe sogar feindliche Truppen auf der Karte. Das ist interessant. Oh, ich hätte hier rüber gehen können, ne? Okay, gut. Werde ich mich umdrehen müssen und wahrscheinlich den anderen Gegner da hinten stellen müssen. Weil ich da vorne einen Weg verpasst habe, der nach oben geht. Auch die Musik ist manchmal ein bisschen buggy, ne? Nicht nur der gewöhnliche Sound, auch die Musik. Alles gut. Nochmal durchladen. Und hier irgendwo soll es einen Weg geben oder wie oder was? Moment, Karte. Das ist links von mir. Das sieht mir alles nicht wirklich nach. Na okay, das hier scheint der Weg zu sein, den ich vorhin gesehen hatte auf der Karte. Warum sagt mir dann keiner, dass feindliche Stellungen sind? Durchladen. Oder sagen ich. Hör doch mal ein. Ist okay. Ist okay. Der stellt sich mal ganz feige ans MG, ey.
ist der denn? Mich hat er ja offensichtlich gesehen, aber ich sehe ihn nicht. Ne, warte mal, die Schrotflinte wollte ich nicht haben. Da habe ich keine Munition für. Sonst irgendwas Cooles dabei? Nö. Worum geht's denn, Prophet? Kommen Sie einfach her. Sie würden es mir sowieso nicht glauben. Bin unterwegs. Irgendwo hinter mir waren gerade noch Gruppen. Ja, ist hier der Feigling, ne? Munition aufnehmen. Oh, meine Munition ist voll, ja, das ist noch besser. Warte mal, nach da hinten muss ich. In die Richtung. Jetzt habe ich den wenigstens gesehen, den letzten. Da habe ich ja keine Lust drauf, dass mir noch einer folgt. Damit. Und bisher gehen wir aus jedem Gefecht mit mehr Munition raus, wie wir reingegangen sind. Das finde ich gut. Okay, weswegen auch immer das Bild gerade kurz einmal schmaler geworden ist. Stärke? Maximale Stärke. Maximale Panzerung. Panzerung finde ich prinzipiell erstmal besser. Warum hatte ich da gerade kurze Bildfehler? Da sind sie ja endlich. Was sagen Sie dazu? Da hatte wohl jemand Probleme, sein Boot einzuparken. Offensichtlich. Wir sitzen in der Sackgasse fest. Und ich habe den sicheren Kanal zum JSOC verloren. Zu viele elektrische Interferenzen hier. Hey, Boss! Ich hab hier was! Eine topografische Karte. Da ist ein Gebiet markiert. In diesem Tal hier muss die Ausgrabungsstätte sein. Wieso sind Sie da so sicher? Bin ich nicht. Aber mehr haben wir leider nicht. Wir brechen sofort auf. Ich gehe nirgends hin. Erstmal beantworten Sie mir ein paar Fragen. Ich kaufe Ihnen diese Bergungsscheiße nämlich nicht mehr ab. Ja. Seit wann haben die Nordkoreaner einen verschissenen Froststrahl? Ja, genau. Ich habe das Gefühl, ich bin hier in einem verdammten Comic gelandet. Ich habe Ihnen alles gesagt, was Sie wissen müssen. Das ist Blödsinn und Sie wissen es. Aztec ist tot und wir haben keine Ahnung, was ihn getötet hat. Ich habe ihn gesehen, Boss. Er war verstümmelt, in zwei Hälften gerissen. Ich meine, womit haben wir es hier zu tun? Doch nicht nur mit Koreanern. Jester hat recht. Wenn dieser Rosendahl verrückt wäre, wären wir nicht hier. Schluss jetzt, Psycho! Sie kennen Ihre Befehle. Unser Job ist es, diese Leute zu finden, und das werden wir tun. Und jetzt brechen wir auf. Was? Das ist ein Befehl. Da ist was. Das klingt nicht nach einem Koreaner. Also, ich kann kein Koreanisch, aber das klang nicht koreanisch. Und ich glaube, Koreaner sehen auch anders aus. Das hat mich ein wenig an die Elder Scrolls erinnert, das Vieh. Nö, nee, eigentlich nicht. Hier lang, vorwärts, los!
aber solange es den Koreanern auch noch böse beimischt, ist doch alles gut. Verdammt, seht ihr dieses Ding? Weiter, weiter, wir müssen Chester finden. Nach Osten gehen wir, vorwärts. Ihm nach, los, los. Die Stimme von ihm kommt mir bekannt vor. Ich weiß aber nicht, von welchem Film, Schauspieler, whatever. Meine Munition ist voll, stimmt. Ich kann nichts mehr nehmen. Ja. Ich bin doch schon unterwegs. Fallschaden? Offensichtlich. Aber ich bin nicht gestorben, alles gut. Tot. Verdammter Mist. Oh, verdammt! Was ist hier los, Boss? Wir sterben wie die Fliegen. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Mein Wort darauf. Und jetzt zur Seite. Ich muss ihn neutralisieren. Mach's gut, Kumpel. Können wir die Munition von der anderen Waffe mitnehmen? Weil die kriegen wir hier so schlecht. Also war das gar nicht so eine schlechte Entscheidung, deren Waffen einmal einzustecken. Maximale Panzerung. Aufpassen, Jungs. Kommunikationszentrum voraus. Zum Deckung nur mit. Da wurde irgendwie alles tiefgefroren, warum auch immer. Psycho, geben Sie uns Deckung. Okay. Nomad, Sie kommen mit. Ich komme mit. Verdammt, nichts als Leichen. Ja, das ist doch gut. Alles okay. Rücken Sie zum Ü-Wagen vor. Das ist doch gut, wenn hier keiner mehr lebt. Der KVA zu. Nomad, Sie und Psycho sichern das Gelände. Hören Sie, die KVA hält in dem Dorf einen Zivilisten fest. Das ist nur einen Klick entfernt. Könnte einer von Rosendahls Leuten sein. Nomad, durchsuchen Sie das Dorf und sammeln Sie möglichst viele Informationen. Ich bleibe hier und überwache Ihren Funkverkehr. Die Lokalisierung der Geisel hat Priorität. Verstanden? Verstanden. Psycho wird Ihnen helfen, sobald wir hier fertig sind. Finden Sie Geisel im Dorf, aktivieren. Ah, okay. Mir wird der Punkt sogar angezeigt, wo ich hin soll. Ganz schön hier, oder? Meine nur. Mal eben kurz auf der Map gucken. Oh, das ist ein bisschen weit weg. Da werden wir wohl ein Auto für brauchen. Auch munitioniert, ein nagelneues Auto. Ganz langsam, Jungs. Ihr wendet es von Scharfschützen und Patrouillen. Ich werde jetzt einen Treffpunkt sichern. Wir bleiben in Kontakt. Nomad, ich suche mir eine erhöhte Position. Melde dich, wenn du im Dorf bist. Wie viel kann der denn noch aushalten, der Scharfschütze? Ich glaube, jetzt war es das. Okay, die Scharfschützen halten eine Menge aus. Hab ich auch nicht vor, Kollege. Hat er auch nicht vor, mich zu verstecken. Bin auch eigentlich ganz froh, dass ich eure Munition kriegen kann, Leute. Okay, Munition ist wieder voll, das ist gut. Ich wünschte, ich könnte mit dieses Gewehr nochmal irgendwie so eine vierfache Zielvergrößerung kriegen. Das wäre eigentlich ganz cool. Hm.
Aber die hatte 13% Schaden und das Ding hier war eigentlich noch ganz okay, ne? Das war sogar noch besser als deren Fahrzeug. Ich kann eigentlich am besten einfach durchfahren erstmal, oder? Granate! Uiuiuiui! Ja, wollo! Nö, das brauche ich nicht. Wenn die auch noch Granaten werfen, das ist ja uncool. Habe ich ein bisschen zu spät gesehen, glaube ich. Die haben viel Schrotflinten gerade mit, die kann ich ja nicht gebrauchen. Ja, und nicht mit umgehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Na komm schon. Okay, das sah aus, als ob da einer steht. Mit dem MG auf der Distanz ist auch ein bisschen schwierig, ne? Dann nutze ich mal eben kurz die Zeit und sammle mal eben die restliche Munition ein, die hier noch so rumliegt. Derzeit können die mal ein Stückchen näher kommen und dann kümmern wir uns um die. Ich glaube, der wollte schon wieder eine Granate rausholen, der Penn. Das ist jetzt der letzte von denen? Offensichtlich. Meine Munition ist voll. Ich meine, das Fahrzeug hat schon gut was abgekriegt, aber wenigstens sind wir damit ein bisschen schneller unterwegs wie zu Fuß. Ja, oder auch nicht. Weil alle Reifen platt sind, das ist ja Mumpitz. Beziehungsweise der hat einfach keine Reifen mehr. Ja, nur noch Felgen. Okay, da hinten ist das Dorf. Nomad, wie es aussieht, hat die KVA ihr Hauptquartier im Rathaus. Das ist gleich neben der Schule. Wir müssen die Geisel finden. Suchen Sie im Gebäude Hinweise, wo sie sein könnte. Mhm. Die Geisel finden machen wir aber in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Videobeschreibung abchecken. Dort findet ihr alle Links zu Social Medias und dann auch zu Twitch.
und könnt ihr live dabei sein. Und bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer Nico-Tube. Cheerio.